Eine Fanfrage, die ich hier für dich habe, Carsten, ist, ob du jemals einen Bump genommen hast oder im Ring gestanden hast, um zu trainieren, vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen Wrestler einen Move ausgetauscht hast. Ist das jemals vorgekommen oder mal einen Job kassiert oder sowas? Ja, ich habe sicher schon, ja klar, ich habe zwischendrin mal was abgekriegt. Das war ja früher auch ganz gerne mal so kleiner Streich, den die Jungs einem gespielt haben. Der schlimmste Bump, den ich wohl genommen habe, war, dass ich im Ring von Bertha Faye geküsst wurde auf den Mund. Oh. Oder von den Bushwhackers abgeleckt worden bin. Nein, es gab ja diese Sache mit Triple H, das habe ich dir erzählt. Ne? Da haben sie mir also schon mitgespielt und es sind einige Sachen gewesen, aber nein, trainiert habe ich nie irgendwie was. Ich bin kein Wrestler, ich bin damit auch nicht groß geworden, das hatte ich ja schon gesagt. Ich bin ja mit 29 damit in Berührung gekommen zum ersten Mal und ich fände es auch ein bisschen anmaßend, muss ich sagen. Ich bin Ringsprecher gewesen und Kommentator und Dinge passieren. Du weißt es ja auch bei den Pay-per-Views mit Brock Lesnar und so weiter und so fort. Ja. Aber die Jungs trainieren das die ganze Zeit, die verdienen damit ihren Lebensunterhalt. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, da dann irgendwie zu sagen, oh, da mache ich mal was und dann, hui toll, das fände ich vermessen. Noch eine Frage, die viele, viele Fans beantwortet haben möchten, ist, woran scheiterte denn das Dream Team Carsten Schäfer und Günther Zapf? Also es gibt ja, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, im Internet ja von ihm mal ein längeres Audio-Interview, das er gegeben hat. Da sind viele Dinge falsch geschildert worden, aber okay, sei es drum. Wir haben uns dann irgendwann nicht mehr verstanden. Es gab unterschiedliche Meinungen. Es ist wohl auch irgendwie mal was vorgefallen, von dem ich aber nicht weiß, was es ist, mit wem es ist und was auch immer, weil ich mich nie darum gekümmert habe. Ja, einfach wie es halt so passiert. Und dann irgendwann war Schluss. Dann lassen wir das einfach so stehen. Die nächste Frage wäre gewesen, Günther Zapf, warum verschwand er dann so plötzlich in Anführungsstrichen aus dem WWE-TV? Ja, weiß ich nicht. Meine Entscheidung ist es nicht. Also ich sollte vielleicht das Ganze schon noch mal so sagen. Nicht ich habe Entscheidungen getroffen oder beeinflusst oder irgendetwas sonst, sondern das hat WWE gemacht. Ich war nie Günthers Chef oder Vorgesetzter oder was auch immer. Er hat seinen Kram gemacht, ich habe meinen Kram gemacht. Anfangs lief es gut, später nicht mehr. Was da passiert ist, warum, weshalb, wieso, weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe auch nie eine Begründung dafür bekommen. Es war halt einfach so und plötzlich war er weg und es hieß, Carsten, du musst dir einen neuen Kommentator suchen. Also vermutlich irgendwelche anderen Vertragsgeschichten, auf die du keinen Keine Einfluss Ahnung. hast. Ja. Keine Ahnung, ich vermute auch nicht, weil egal was man vermutet, man bekommt das Wort gerne mal im Mund rumgedreht Ja. und das brauche ich in meinem Alter jetzt nicht mehr. Verstehe ich. Würdet ihr euch heute über den Weg laufen? Könntest du ihm die Hand reichen? Könnte man da vielleicht über das eine oder andere reden und sich da mehr oder weniger wieder vertragen? Bist du ihm noch böse wegen irgendwelcher Aussagen, die ihn in der Vergangenheit getroffen hat? Was heißt böse? Böse bin ich nicht, weil das wäre einfach Energieverschwendung. Enttäuscht. Nein, ich sehe das einfach, wie es ist. Wenn er käme und würde sagen, du, Carsten, lass uns mal reden, dann würde ich reden. Wenn er es nicht tun würde, würde ich es auch nicht tun. Das klingt doch gut. Also würdest du ihm die Hand reichen, würde er sie dir entgegenstrecken? Würde er nicht tun. Dann lassen wir das so stehen. Wenn wir schon gerade bei Kommentatorenteams sind, gibt es für dich auch welche von der amerikanischen Seite, die dich sehr, sehr gut unterhalten haben, wie zum Beispiel Gorilla Monsoon und Bobby Heenan oder Jim Ross und Jerry the King Lawler? Gibt es da vielleicht für dich auch ein Team, wo du sagst, ach, den habe ich gern zugehört? Also mein Lieblingskommentatorenteam war immer Vince McMahon und Gorilla Monsoon.
Und zwar, viele Leute haben die beiden gar nicht auf dem Schirm. Gorilla Monsoon, ja, aber Vince McMahon nicht. Vince McMahon ist für mich, was das Kommentieren betrifft, durchaus das Vorbild, weil er quasi laut kommentiert hat, also richtig mit Power, mit Elan, ohne aber zu schreien. Und ohne die Stimme sich völlig kaputt zu machen. Und das habe ich versucht zu übernehmen. Ob mir es gelungen ist, weiß ich nicht, kann ich selber nicht sagen. Ich persönlich würde sagen, soweit schon. Aber das war für mich das Lieblingsteam. Gorilla Monsoon und Bobby Heenan, habe ich die überhaupt gehört? Weiß ich gar nicht, denn die kamen dann, glaube ich, ein bisschen später. Ich habe sie nur gelegentlich mal mitbekommen, aber ob als Kommentatoren oder so on camera, das weiß ich nicht mehr. Unterhaltsam waren die natürlich. Bobby Heenan war ein Traum. Ja. Bobby Heenan war ein wunderbarer Typ. Unheimlich nett, super intelligent, eloquent bis zum Abwinken. Da konnte man sich nur eine Scheibe abschneiden. Genau wie Mr. Perfect übrigens, weil die beiden gehören für mich einfach immer zusammen. Aber das war mein Traumteam, definitiv. Darf ich dich fragen, warum die beiden zusammengehören? Ja, weil damals, als ich halt dazu kam, Bobby Heenan der Manager von Mr. Perfect war. Aus Und dem Grund, okay. die waren ja auch zusammen in München bei Tele5. Da habe ich ja dieses Interview gemacht, das man bei YouTube sieht. Und da haben wir auch drüber gesprochen, glaube ich. Und das war für mich eins der schönsten Interviews, die ich gemacht habe, weil ich nie wusste, was speziell von Bobby Heenan kommen würde. Und ich, habe ich dir mal erzählt, gerne improvisiere. Also lieber ist es mir, ich muss auf jemanden spontan reagieren, als dass ein Skript von vorne bis hinten ausgearbeitet ist. Finde ich gut.